Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung, zu einer neuen Folge von Fallout 4. Ich stehe vor einem Radio. Warum stehe ich vor einem Radio? Weil es eigentlich schon eine Aufnahme gibt. Die hat mir aber ein Verstoß eingebracht, beziehungsweise dieses tolle Radio, das hatte ich hier geplaced und eingeschaltet und da läuft dann Radiomusik. Und dann lädt man das auf YouTube hoch und schwupps hat man was man nicht haben möchte, nämlich ein gesperrtes Video, weil Musik dran vorkommt, auf die man nicht die Rechte hat, obwohl es nur Ingame-Musik ist. Und jetzt fängt hier auch noch ein Sturm an, Ingame, nice. Das machen wir kurz nochmal mit. Jetzt geht's ab hier draußen. Ich hatte schon mal ein Video gemacht und habe in diesem Video hier ganz viel gebaut und ganz viel gemacht. Wir rennen mal hier so durch und dann gucken wir uns das so ein bisschen an. Hier so Betten und wir gucken nochmal, wie es hier aussieht. Also wir haben 16 Leute in dieser Siedlung, 24 Essen, 53 Wasser, 13 Energie, Schutz 19 und 18 Betten. Wasser deswegen so viel, weil, oh Gott, jetzt geht's hier los. Weil dieser schöne Wasserspender dieses Wasser uns besorgt. Und da es jetzt hier irgendwie abgeht, alter Falter, sieht aber nice aus, werden wir unseren Charakter mal kurz schlafen legen. Vielleicht hier oder ein Haus weiter. Ne, wir machen das hier. Ja, wir kriegen einen schönen Rad ab. Gut, wir sind aber auch ein bisschen geschützt. Ja, schon klar. Hier vorne dieser Schutz. Es gab schon mal eine Aufnahme, da wurde ich dann am Ende der Aufnahme unterbrochen mit der Angabe, dass hier, das zeigen wir mal auf der Karte, Sanctuary angegriffen wurde. Das war die, ja, nicht letzte, aber vorletzte Aufnahme. Die letzte ist ja nicht gekommen, also die könnt ihr nicht sehen. Die Aufnahme habe ich wieder von YouTube runtergelöscht, weil das Radio insgesamt in der Aufnahme 3 Titel abgespielt hat und ich eine Sperre bekommen habe, weil 3 Musiktitel, weil da bei 3 Musiktiteln der Urheberrechtsanspruch gemeldet worden ist. Das passiert in der Regel automatisch. Also ich hätte auch Einspruch einlegen können und sagen können, ey Leute, jetzt mal ernsthaft, das ist Ingame. Und da gibt es irgendwie nach dem amerikanischen Recht gibt es auch irgendwie die Möglichkeit zu sagen, Fair Use, also es ist halt unfair, irgendwie mir das zu nehmen. Das ist, ja, also das ist nicht die einzige Begründung, aber in die Richtung könnte man gehen. Ich empfehle da jedem, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und jetzt nicht auf das zu achten, was ich dazu sage, sondern lieber vernünftig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich hatte keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, vor allen Dingen nicht bei 3 Titeln, weil die Chance ist, wenn ich Einspruch einhebe, trotzdem hoch, dass einer von denen sagt, nee, ist nicht. Das diskutieren wir aus. Und dann hier. Ist das ein bisschen einfacher, wenn ich einfach eine neue Aufnahme mache, da kein Radio an ist und einfach dafür sorge, dass hier keine Mucke läuft, außer die, die wir jetzt im Hintergrund so ganz leicht hören. Das Schöne ist übrigens auch immer in diesem Game, dass man generell so ein bisschen, jetzt höre ich schon wieder Musik im Hintergrund, hoffentlich kein Radio an. Nice, jetzt sind wir ausgeruht und ist es wieder hell und die Leute spawnen hier alle in der Mitte. Auch nicht schlecht. Okay. Und dieser Sturm ist weg. Hier war ich irgendwie zuletzt. Hier unten habe ich zuletzt gebaut. Das kann ich euch erzählen. Guck mal hier, das Sofa wird genutzt, ne? In der Einfolge war die Wand zu weit vor und da konnte man hier kein Sofa placen, zumindest nicht so, dass man noch vorbeigehen kann. Und jetzt können die Leute hier sitzen und schön rausgucken. Oder mir im Weg stehen. Aber wir können auch hier rumgehen. Und das hier ist halt ganz schön geworden, ne? Diese Speiseecke hier mit der Sitzbank und hier noch ein Fernseher hingestellt. Das Radio ist halt dafür da, damit die sich wohlfühlen. Eigentlich wollte ich das anhaben. Jetzt für die Aufnahme haben wir es mal ausgemacht.
damit. In letzter Zeit wächst ja alles Frau? Ziemlich gut. Ja, finde ich auch. Hier noch so eine Büroecke irgendwie, hier so ein Schränkchen und dann kann man mal gucken, ob man da was placed oder so und Gedöns hinstellt. Hier, das hier ist ganz lustig, da wo Dogmeat jetzt gegengelatscht ist, dieses Ding liegt hier drinne und ich weiß nicht, was das soll. Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, man kann sich eh nicht auf das Klo draufsetzen. Aber dieses Ding, was hier so rumrollt. Oh mein Gott. Man kann es nicht mal aufnehmen und irgendwie zu dem ganzen Stissel, den man irgendwie hat, dazu packen. Nee, das geht nicht. Naja, was soll's. Ich habe auch mal überlegt, hallo, hi. Ich habe auch mal überlegt, hier hinten, hier können wir so rumgehen, hier ist die Toilette drin. Hier könnte vielleicht so eine Treppe runtergehen oder so. Und dann macht man hier hinten nochmal ein Tor oder Gatter oder irgendwas. So für die, die von da kommen. Vielleicht kommen ja auch mal von da Angreifer. Also da hinten haben wir einen Schutz. Da haben wir auch einen Schutz, aber hier in der Mitte irgendwie nicht. Es sei denn, die Leute stellen sich da drauf. Ich könnte natürlich auch hier oben noch einen Schutz hinmachen. Das ist auch noch eine Idee. Ja, komm, wir gehen da mal hoch und gucken, was geht. Das finde ich eine gute Idee. Hi, würdest du bitte Platz machen? Und du auch? Danke. Ich muss hier nämlich durch. Da können wir mal diesen Stuhl, den werden wir mal ein bisschen verrücken. Da hinten stehen auch schon welche. Den machen wir mal so dahin. Dann nehmen wir mal das Ding weg und lagern das in eine Werkstatt ein. Wir gucken mal, ob wir hier es hinkriegen. Die Fertighäuser braucht man. Ich brauche Schutz. Hier. Das brauchen wir. So einen Wachposten einfach hier so drauf dengeln können. Nee, das geht irgendwie noch nicht. Dann müssen wir uns mit Tricks behelfen. Da gehen wir auf die Strukturen und gehen drauf auf die Böden. Klatschen wir da? Nee, das ist zu weit. Das geht zu weit, ne? So nicht. So, das dahin. Und dann noch einen daneben. Oh, von denen haben wir sowieso zwei eingelagert. Und jetzt können wir nochmal probieren, ob wir vom Schutz... Hauptsache, ich klicke mich wild durchs Menü. Ob wir das hier hinplacen? Ist jetzt nicht so schlimm, sage ich mal, dass die Folge nicht gekommen ist. Ja, weil, ich meine, was soll's. Ich überlege gerade noch wegen der Treppe. Warte mal, das mal einlagern. Und gucken, ob wir hier eine Treppe runter machen können, bevor ich jetzt diesen Wachposten hier place. Und das völliger Unsinn ist. Wo sind die Treppen? Da. Treppen. Diese Treppe bitte hier ran. Geht nur da ran, oder was? Wie sieht das dann aus? Von unten? Es schwebt. Nice, es schwebt. Vielleicht muss ich hier eine Bodenplatte drunter klatschen. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Ich mach's jetzt einfach. Die kommt da hin. Und dann vielleicht so eine kleine... Jawohl. Das ist doch nice. So, so. Und... Ach, dass das geht. Das ist doch mal was. So, dann kann man hier so locker hochlatschen. Und dieser eine Schutz, den ich da dran gemacht hatte, der kann da wieder ran. Warte mal, wo ist der sonstiges? Ja, da. Den da bitte. So. Und vielleicht kann auch da ein... Ja, nice. Okay, dann können wir nämlich jetzt hingehen und sagen, wir würden gerne Schutz hinhaben. Schutz. Jawohl. Also, um nochmal auf das alte Video zurückzukommen, ihr habt nicht wirklich was verpasst, ne? Ihr habt nur verpasst, wie ich baue. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt einfach eine neue Aufnahme mache und mir sage, was soll's? Also, ist jetzt nicht kein Weltuntergang. Ich mach's vielleicht schräg, ne? Muss aber mal kurz überlegen. Oh ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, hat keiner gesagt, dass es einfach ist. Wieso kann man das nicht am Rand machen?
komm, machen wir das so. Zack. Ist jetzt auch tralala und wurscht. Ich hoffe, dass... Ja, wird automatisch übernommen. Geil. Dann haben wir nämlich in die Richtung auch nochmal so ein bisschen Schutz, dass da einer ein bisschen was wegballern kann. Und hier müssen wir uns noch was überlegen. Wahrscheinlich werde ich mit Zaun arbeiten müssen, um das hinzukriegen. Zaun, Zaun, Zaun. Strukturen. Drahtzaun. Die meisten von euch haben mir eh, oder ich kriege oft so Kommentare, wo einfach, wo es den Leuten gar nicht so unbedingt um das Let's Play geht, sondern eher darum, dass meine Stimme halt sehr beruhigend ist. Und viele haben mir auch früher schon geschrieben, dass sie die Videos gucken zum Einschlafen, was ich echt süß finde. Also das, Leute, das ehrt mich. Mir war ehrlich gesagt früher nicht so bewusst, was meine Stimme bewirken kann. Wobei ich muss zugeben, in jüngeren Jahren war ich auch Babysitter und habe gerne mal den Kids was vorgelesen. Von daher passt das. Oh Mann. So, wo haben wir denn hier, was brauchen wir denn jetzt nochmal? Hier, da wollen wir rein. Und dieses Gedöns wollen wir irgendwie auch noch loswerden. Hier haben wir auch noch was. Haben wir noch mehr? Irgendwie was für verbraten, verwursten können. Das wäre geil, wenn ich den hier anbringen könnte. Geht aber nicht. Ah, oh, das sieht doof aus. Das sieht doch doof aus. Pass mal auf, du. So geht das nicht, du. Jetzt ist da eine Lücke, ne? Ich hab's befürchtet. Dann machen wir das irgendwie so. Dann haben wir zwei Lücken. Aber beide sind nicht so riesig und niemand kann da runterfallen. Nice. Dann kann man nämlich hier hoch und runter gehen und sich des Lebens freuen. Und hier in der Mitte machen wir irgendwie ein Tor hin. So. Also direkt. Huch, ich bin außerhalb. Dann müssen wir mal gucken, wie wir hier mit den Zäunen hinkommen. Hier hinten muss ich sowieso den Zaun erneuern. Der hier ist schräg. Komm, das machen wir nochmal ordentlich, damit er nicht schräg ist. Ich kenne ja die Stelle. Mal den weg. Und den hier einfach mal begradigen. Na, willst du wohl? Der will sich nicht placen lassen. Ich raste aus. Ich liebe das mit den Zäunen. Wenn die so rumbuggen. Das ist doch richtig nice. Aber egal, nützt ja nichts. Man muss ja trotzdem irgendwie was machen. Ja komm, du sollst aber nicht da ran. Du sollst hier irgendwie so hin. Oh, bitte lass dich placen. Na, andersrum wahrscheinlich. Ja, komm. So, jetzt müssen wir darauf achten, dass der so ein bisschen... vielleicht so... Ich hoffe, dass der gerade läuft. Oder also zumindest mehr rein in mein Gebiet. Wir probieren es mal aus. Placen den erstmal so, machen den dahinter. Komm schon. Oh ja, komm, place. Nur für uns. Ja, er ist schräg. Super, ich habe ihn schräg geplaced. Wie auch immer ich das geschafft habe. So nochmal. Und dann probieren wir es nochmal. Das sieht schon besser aus. Nice. Dann müssen wir noch die beiden... Wie weit ist er weg? Oh, es ist so... Ja, nicht schön. Aber lässt sich meistens nicht anders handeln. Haben wir noch eine andere Struktur hier. Den noch irgendwie dazwischen. Kriegen wir den dann noch zwischen? Komm, gut. Ich kann doch nicht wahr sein. Ich will doch nur, dass der Zaun richtig steht. Na egal, was soll's. Einfach so. Irgendwie so ein bisschen Pseudo-Zaun. Ja, dann kann's da weitergehen. Haha, Zaun. Ich hoffe, dass man hier nicht drüber springen kann an der Stelle. Doch, kann man. Wie ich das liebe. Okay, dann machen wir es ganz anders. Ja, Werkstattmodus verlassen, genau, weil ich mich im roten Bereich befunden habe. Machen wir das ganz anders. Dann fahren wir hier härtere Geschütze auf. Geht auch. Wieso kann ich den Zaun nicht auswählen? Werkstatt einlagern, Werkstatt einlagern, Werkstatt einlagern. Und hier auch nochmal Werkstatt einlagern. Manchmal wird er einfach nicht ausgewählt.
Wahrscheinlich können wir hier auch drüber springen. Ja, klar. Das kann nicht wahr sein. Die Gegner können da drüber hüpfen, oder was? Auch von außen? Ne, hier nicht, aber ab hier. Das... Nee. Wozu dann ein Zaun, wenn... Naja, egal. Nicht aufregen. Ganz cool bleiben. Ja, ganz sachlich. So, versuchen wir den mal hier irgendwie so dran zu klatschen. Es verbraucht aber ohne Ende Material. Das sage ich gleich dazu. Irgendwie nicht so nice. Ja, kann ich mitleben. Haben wir irgendwie Zäune, die länger sind und auch ein bisschen was, ein bisschen mehr bringen, oder? Ach Gottchen. Ich kann auch hier eine Tür reinmachen, dann hat man hier nochmal so eine Durchgangstür. War nicht verkehrt, würde ich sagen, oder? Doch, ja. Finde ich gut. Die oder die? Mit Stacheldraht oben sieht natürlich wehrhafter aus. Ich gehe mal auf die Seite. Drehen kann man das Ganze ja auch. Maschendrahtzaun. Ja, genau. Da muss dann nur eine Tür rein. So. Haben wir Türen? Da haben wir Türen. Machen wir eine rote Tür. Die nehmen wir gleich, die erste. So. Ja, doch, die finde ich gut. Oh ja, Gott. Kann ich das mit der Tür verschieben oder... Nee, natürlich nicht. Muss ich erst die Tür in die Werkstatt einlagern. Kann dann das ganze Ding versuchen zu verschieben. Ich krieg's nicht näher ran. Und dann muss ich die Tür wieder placen. Aber egal. Es ist ja nur ein Spiel. So, jetzt läuft der Boden aber einigermaßen gerade. Das heißt, ich könnte wieder mit meinem Maschendrahtzaun irgendwie was reißen. Zumindest könnte ich es versuchen. Nur nicht hier, oder was? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Lesen das da? Hier haben wir... Einen hatten wir doch noch. Hier so... Dazwischen vielleicht. Ist eigentlich unnötig, aber was soll's. So. Davon haben wir noch einen. Der kann dann hier so dran. Und haben wir hier nochmal. Genau. Kann man da drüber springen? Nein, kann man nicht. Zumindest nicht von innen. Das finde ich schon mal sehr gut. Das gefällt mir. Dadurch wird das Ganze hier alles ein bisschen wehrhafter. Der Ding. Hä? Okay. Ja, gut. Jetzt fängt der Zaun schon an zu schweben. Ist mir aber relativ egal. Hauptsache, es kommt keiner durch. So, und ab hier, würde ich sagen, könnte man wieder ein Tor hinstellen. Und zwar ein großes Tor. Weil hier oben ja... Ne, hier oben ist... Genau, hier oben von hier oben wird geschützt. Und dann hat man das Tor da unten. Also wie so eine, wie so ein Haupttor. Obwohl das echt viel verbraucht. Holz haben wir im Moment eine ganze Menge. Ich habe auch das Gefühl, das ist mehr Holz geworden. Als letztes Mal. Bisschen merkwürdig. Aber egal, was soll's. Wir bauen den... Schutzweiter hier, komm. So, dieses schicke Gebäudeteil möchte... Spieleparadies abgeholt werden. So, dann haben wir hier nämlich eine fette... Ja, komm, das können wir auch ein bisschen... Bisschen begradigen. Und daran schubsen. Dann ist das höher.
Weil jetzt ist es irgendwie schräg neben dem Zaun. Ist mir aber egal. So. Dann können wir noch ein bisschen was machen bei den Zäunen. Nämlich hier die Holzbalken irgendwie noch placen. Und vielleicht noch so dazwischen placen, dass es einigermaßen dicht aussieht. Ja, ich glaube nicht, dass da jemand durchkommt. Zumindest nicht von außen. Hier können wir auch nochmal in den Boden rammen. Wenn es das denn zulässt. Ja, finde ich besser. Vielleicht von außen. Von der Seite hier so. Macht er das mit? Da nicht viel. Sieht schön bescheuert aus. Dann machen wir es von außen. Einfach um so den Anschein von Stabilität zu erzeugen. Und hier haben wir dann ein Tor. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich hier echt noch mal kurz durchgehen durch das Tor. Hier echt noch irgendwie einen Schutz hin mache. Also so ein. Hallo Doc Meat. Obwohl das da oben ist eigentlich völlig in Ordnung. Wer geht denn da durch? Wahrscheinlich Doc Meat. Wahrscheinlich hat Doc Meat das ausgelöst. Wie von Geistern öffnet sich das Tor. Ja, wir placen mal. Also wir brauchen ja entsprechend Schutz, ne? Also das auch für die Zukunft. Von daher macht das schon Sinn, den Schutz zu erhöhen. Die Moral ist gut. Und Material haben wir ja noch im Moment. Was halt auch daran liegt, dass ich einfach zwischen den einzelnen Siedlungen gibt es natürlich Leute, die hin und her reisen und das Material austauschen. Ja, das ist doch nice jetzt. Dann ist hier so vorgelagert. Bereich wurde verlassen. Automatisch. Schade, diese Latengen können wir leider nicht einlagern. Das wäre schön. Dann machen wir hier nochmal Zaun hin. Schrottzaun. Haben wir den großen. 10-4. 10-4. Hier mit Stacheldraht. 15-4. Wobei Gummi haben wir ja auch genug und ich finde die eigentlich immer ganz praktisch. Den und den hier. Gucken, wie nah wir den ranbringen können an unseren. Ja, also das ist schon mal nicht schlecht. An unseren Verteidigungswall. Das gefällt mir. Ja, wobei, ganz so nah ist es jetzt auch nicht. Aber besser als nix. Wie immer. Oh, hier liegt ein Skelett, das war das, was so rumklappert. Dass die auch nicht wegspawnen oder dass man deren Material nicht verbraucht. Warte mal, geht das? Passiert nichts, wenn ich draufklicke, schade. Aber er zeigt auch nichts an, von daher, So, dann nehmen wir halt mal hier 10, 4, 2. Ja, wir wollen mal versuchen, Material zu schonen. Ja, das finde ich dann wieder so schade, wenn die nicht nah aneinander ran können. Aber vielleicht ist es auch eine Taktik, wenn man einfach so normale Zäune dazwischen placed. Dann hat man Stellen, wo man ballern kann. Und Stellen, hinter denen man sich verstecken kann. Die Idee gefällt mir. Jetzt kann ich hier wieder nicht Holz platzieren oder was. Warte mal, ich nehme mal den, der auf dem Boden ein bisschen besser sitzt. Nee. Gut, durch kommt da eh keiner. So viel kann ich schon mal sagen.
Er ist ein bisschen schief geworden, der Zaun, aber das stört mich nicht. Vielleicht können wir auch ein Gatter hier machen. Ne, finde ich doof. Jetzt machen wir wieder das wollte ich nicht. Eine Schrottzaunwand. Welche nehmen wir denn mal? Den haben wir schon mal benutzt. Da ist kein Stacheldraht oben drauf. Und hier ist so ein bisschen... dieser eine Gummireifen, der da so rausguckt, beschert mir zwei Gummi, die ich weniger im Inventar habe. Ach, es ist so nice. Warte mal, jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht. Das hier können wir wegnehmen. Vielleicht lässt es sich dann besser placen, das Material. Wir machen es erstmal grob und gehen jetzt ins Feintuning. Ja klar, es geht alles irgendwie so gar nicht. Näher können wir nicht ran, oder was? Gut, da ist auch noch Reifen, ne? Da habe ich gerade ein bisschen gesponnen. Aber trotzdem, also das war schon bemerkenswert, ne? Das ist ein bisschen... Kommst du da hin? Nee, natürlich nicht. Das ist so wahnsinnig geil. Ich mach da mal einfach so eine Latte hin. Noch eine. Warum lassen die sich nicht placen? Das ist doch unnatürlich. So, dann. Ach, Leute, echt. Das ist doch hier. Das ist doch ein Joke. Bethesda. Was habt ihr da verbrochen, dass das so sein muss? So kriege ich doch nie irgendwie einen vernünftigen Übergang oder Abschluss hin. Jetzt kann ich die nicht mal mehr. Doch, jetzt. Oh Gott. Er nimmt immer das eine oder das andere. Die müssen weg da. Sorry, Leute. Das geht so nicht. Probieren wir es nochmal. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend. Vor allen Dingen, das kostet alles eine Zeit. Wie lange wir jetzt schon aufnehmen, nur im blöden Zaun irgendwie zu placen. Aber was soll's. Ist dann halt so. Ja, komm, da kommt aber noch was daneben. Nee, kein... hier, Schrottzaun, sorry. Den hier vielleicht mit noch mehr Gummi. Wenn er denn passt. Wenn er sich denn placen lässt. Ach, ich liebe es. Es geht irgendwie so gar nichts. Können wir hier so schräg... Das wäre toll, wenn der jetzt so einfach rein zu placen wäre. Nehmen wir den mal. Gucken, wie es mit dem aussieht. Es ist immer irgendwie zu weit weg. Schade eigentlich. Und immer so eine blöde Lücke dann dazwischen. Ich meine, gut, da passt nichts durch. Also da, das ist klar. Es sei denn, es sind Mutanten, die irgendwie in der Lage sind, ihre Materie zu verändern und sich da irgendwie... Aber ganz ehrlich, was wollen die hier? Alle auffressen. Ja, komm, da noch einen hin und dann bin ich zufrieden. Jetzt haben wir da zwei Schutzzäune und hier machen wir wieder so eine Zone. Ja, wenn es denn funktioniert. Maschendrahtzaun. Ja, das ist natürlich ganz geil, wenn er so ein bisschen... Also in dem Fall ist es gut, wenn er schwebt. Aber hier passt wieder nichts dran. Müssen wir vielleicht ein bisschen nach hinten placen. Ja, und jetzt können wir da Holz hinbasteln. Und jetzt schwebt das Holz. Geht aber irgendwie nichts da. Nee, so vielleicht. Aber ich nehme lieber den anderen. Der schließt besser mit dem Boden ab. Sieht auch bescheuert aus. Egal. Es nützt ja nichts. Hauptsache, es läuft kein Radio im Hintergrund und ich kriege keinen Ärger wegen Radiomusik. Ich finde es ein bisschen schade, weil die Mucke ist eigentlich ganz geil, ne? Also da kann ich auch gar nichts gegen sagen. Die Musik ist schwer in Ordnung in dem Game. Das ist halt so alte 50er-Jahre-Musik und da kommen dann... Also
Hätte nicht gedacht, dass Verlage von so alter Musik sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen. Und ja, hier kann man schon wieder rüberspringen. Ach, ich liebe es. Was machen wir denn da? Wir machen das anders. Das einlagern. Das kann weg. Das einlagern. Und den hier werden wir jetzt mal... Nee, der jetzt hat er aufgehört zu schweben. Das soll aber nicht... komm. Du wirst eingelagert, genau. Zäune. Ich nehme den längeren Zaun. Entschuldigung, Leute. Dann versuchen wir den mal hier irgendwie so zu placen. Maschendrahtzaun in the morning. Maschendrahtzaun late at night. Der ist schräg. Das soll nicht so. So ist es vielleicht besser. Versuchen wir ihn noch weiter nach links zu manövrieren. Achso, nee, geht ja nicht wegen dem Holz. Das muss da ja noch dazwischen passen. Mal gucken, ja, in dem Fall passt es. Zaunbaufolge heute. Und hier noch ran. Hä? Ja, okay. Ich verstanden. So, kann man hier rüberspringen? Nein, negativ. So, dann müssen wir hier wieder dazu übergehen, ganz normal einen Zaun zu placen. Aber vom Schutz her ist das schon mal nicht schlecht. Also das gefällt mir. Ich mach das Holz weg. Oder? Was ich's dann? Das macht eh keinen Unterschied meistens. Außer, dass es mit Holz irgendwie schicker aussieht. Können wir da was reinplacen dazwischen? Haben wir was am Start, was da passt? Wahrscheinlich nicht. Ein bisschen schwebend. So, hier wird es jetzt schwierig. Solche Stellen kenne ich schon. Wenn dann der Boden so uneben ist. Weil da alles irgendwie drüber schwebt. Am schicksten ist es noch irgendwie so diese dicken Dinger dahin zu placen. Oder ich sag mal am angenehmsten vom Design her. Postapokalyptisches Design. So, und einen brauchen wir noch. Oder wir machen noch eine Tür dahin wieder. Auch eine gute Idee. Es muss ja immer irgendwie die Möglichkeit auch geben, hier mal rausrennen zu können und den Gegner schon anzugreifen, bevor er überhaupt da ist. Wenn ich es denn placen könnte. Vielleicht schieben wir das mal ein bisschen zur Seite. Genau. Dann haben wir zumindest auf der Seite mehr Platz. So, jetzt mal versuchen, die Tür hier in der Millimeterarbeit. Näher können wir nicht ran. Dann gehen wir wieder auf diese Ströme. Ja, komm, den hier. Vielleicht passt der dazwischen irgendwie. Hier. Egal. Eine Tür brauchen wir jetzt. Die haben wir hier. Ich nehme wieder die rote Tür. Die gefällt mir dabei. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hier irgendwie daneben placen können, ohne dass das großartig Ärger gibt. Aber das sieht gut aus. Das kann man so lassen. Hier oben ist, glaube ich, auch immer jemand auf Wachposten. Das können wir mal untersuchen kurz. Oh, ganz wichtig bei diesen ganzen Geschichten, ne? Ab und zu mal abspeichern. Waffe zücken und hier. Also ich meine, dass hier oben auch ab und zu mal einer hinlatscht, um so ein bisschen den Überblick zu behalten. Ich glaube nicht, dass wir hier einen Posten... Wobei, ich probiere es mal. Vielleicht kann man hier einen Wachposten einrichten. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Das ist falsch. Wir müssen auf Schutz drauf gehen. Genau. Oh doch, man kann hier... Wachposten hinplacen. Das ist natürlich nicht schlecht.
Das bedeutet, dass die Leute hier hochlatschen und den Wachposten besetzen und im Zweifelsfall von hier oben runterballern. Das ist natürlich eine recht feine Sache, muss ich sagen. Von wo kommt... Ach so, von da kommt man hoch. Hier könnte man auch einen hin platzieren. Hier hinten auch, vielleicht? Ich weiß es nicht. Ganz knapp, wenn überhaupt. Ja, das geht. Ist nur die Frage, ob die dann auch da drauf latschen. Aber das wird richtig wehrhaft hier. Das ist natürlich ziemlich cool. Ja, ich muss den Stuhl verschieben. Vielleicht hier so hin. Kann man sich hier ab und zu mal ausruhen. Finde ich eh ganz gut, wenn die Leute, die hier ab und zu Wache halten, sich auch mal ein bisschen entspannen können. Aber wenn so ein Tisch im Weg ist, ist es natürlich auch... Boah, wer weiß. Kann man den hier hinstellen? Ja, da könnten wir ihn hinstellen. Ich würde sagen, so ein Tisch, den man irgendwie nicht gebrauchen kann, geht man hin und lagert ihn ein und irgendwo anders wird er dann sicherlich nochmal gebraucht. Dann haben wir hier oben echt sage und schreibe 3 Wachposten, die besetzt werden können. Das ist gar nicht mal so schlecht. Bin am Überlegen, ob ich sogar hier oben automatikgeschützt irgendwo hinplace. Aber das würde ich dann machen, wenn... Oh, da hinten, Leute. Da bin ich auch schon mal reingelatscht. Und habe angefangen, ein bisschen zu looten. Da werden wir nochmal eine Folge machen, wo wir da hingehen und gucken, was das eigentlich für... Warte mal, haben wir die schon auf der Karte drauf? Ich muss mal kurz raus aus dem Menü. Lexington. Ne, das ist zwischen Lexington und dem. Dann ist das... Oder? Ne, ich glaube, das ist Lexington. Dann tatsächlich. Ah, hier müsste eigentlich mehr auf der Karte sein. Vielleicht habe ich das auch nicht abgespeichert oder... Mal mit dem Fernrohr gucken. Da was abgeht. Also vorne hat sich da irgendwie was bewegt, aber ich kann mich auch getäuscht haben. Wenn hier jetzt ein Gegner wäre, also dieses Zielfernrohr, was ich hier drauf geschraubt habe, das sorgt dafür, dass alle Gegner so einen roten Punkt automatisch bekommen. Die Gegner werden identifiziert. Das Scharfschütz. Das ist für Nachtsicht. Also auch wenn es dunkel ist. Je weiter man nach hinten guckt, desto buggiger wird's. Guck mal da hinten. Das sieht dann schon echt unschön aus. Schade eigentlich, dass er das dann nicht rendert, wenn man... Da ist alles tot. Aber interessant, hier die Lok habe ich schon mal mehr angeguckt. Da ist nichts Besonderes. Kann ich gleich dazu sagen. Das ist ja sehr nah hier. Nice, wie schön das Haus von oben aussieht. Das Dach ist nicht ganz so schön hier. Obwohl doch, da sind Bretter davor genagelt. Aber man sieht das Licht. Da unten latscht einer von meinen Leuten. Den werden wir natürlich in Ruhe lassen. Ah, jetzt haben wir hier oben 3 Wachposten. Und jeder, der nichts zu tun hat, kann hier eigentlich mal theoretisch an den Start gehen. Waffe wegstecken. Ah, die Taste gedrückt halten. Alles klar. Ja, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, die Bauarie mit dem Zaun und dieses Haus, was jetzt schon mal, also das größte Haus ist, was ich hier überhaupt gebaut habe im ganzen Spiel, behaupte ich jetzt mal, meine ich.
dass das das größte ist. In Sanctuary ist auch noch, das erste Haus ist auch sehr groß. Obwohl, ja, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja auch noch bei der Red Rocket Raststätte ist ja oben auf dem Dach auch ein Haus. Das ist auch schon nicht schlecht. Ich hatte das Haus genannt, die Scarface-Menschen. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.